Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer. Die Kollegin Holzner hat eben eindrucksvoll auch noch mal vorgetragen, wie wichtig der Kinderschutz ist und was alles dafür auch unternommen wird. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn man sich an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr erwarten würde. Das Wichtigste bei unseren Kindern ist ihre Gesundheit. Und ich habe hier vor 2 Monaten ungefähr vorgetragen, wir haben einen Antrag gestellt gehabt, dass die Regierung sicherstellt, oder ob die Regierung das sicherstellen kann oder Anstrengungen unternimmt, das sicherzustellen, dass bei den Lieferschwierigkeiten für manche Arzneien, die bekannt sind, wir sicher sein können, dass in diesem Winter unsere Kinder, natürlich auch unsere Alten oder auch andere Menschen, alle Menschen, aber insbesondere unsere Kinder, lebenswichtige Arznei haben, wenn sie sie brauchen. Und ich habe ja diesen Antrag gestellt und habe dann ja gesagt, ja gut, wenn der Gesundheitsminister das ja alles schon macht, dann ist der Antrag hinfällig. Da bin ich ja froh, dass alles in Ordnung ist. Ich habe dann dem Gesundheitsminister Dr. Magnus Jung auch diese Frage gestellt und ich habe die Antwort nicht mitgekriegt. Also vielleicht hat er eine Antwort gegeben und ich habe sie nicht verstanden. Er ist ja jetzt auch da und er kann ja jetzt diese Antwort nochmal geben. Also ich habe im Haushalt keine Stelle gefunden, wo ich gesehen hätte, hier wird dafür gesorgt, dass Arznei, die lebenswichtig ist, bei uns in jedem Falle vorrätig ist, wenn sie gebraucht wird. So, vielleicht ist das aber auch in einer Haushaltsstelle versteckt, wo ich sie nicht direkt gefunden habe. Deshalb stelle ich die Frage noch einmal an den Gesundheitsminister, Herr Dr. Magnus Jung. Herr Dr. Jung, ist dafür gesorgt, sind Sie sicher, dass in diesem Winter kein Arzneimangel für lebenswichtige Arznei, insbesondere für Kinder, eintritt? Ich bin vertröstet worden, das macht ja nichts, ich habe ja Zeit. Herr Kollege Dörr, ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier keinen Dialog zwischen Rednerpult und auch der Regierungsbank führen. Und wenn die Regierung sich zu Wort meldet, kann die das gerne zu einem späteren Zeitpunkt dann noch wahrnehmen. Ich habe aber das Wort jetzt. Ist mir das abgestellt worden, oder? Es ist schon mal mir gesagt worden, dass man mich gelegentlich leise hört. Vielleicht rede ich auch leise. Oder man muss ja als AfD immer so ein bisschen auch den Verdacht haben, dass die Technik nicht so... Bleiben Sie ruhig. Aber Herr Dörr, da möchte ich auch darauf hinweisen. Lassen wir einmal an die Kollegin, jetzt bitte noch mal Ruhe. Das Wort hat Herr Abgeordneter Dörr und Herr Dörr an Sie als auch als Fraktionsvorsitzender. Was hier die Moderation und die Technik anbelangt, wird hier für jede Fraktion selbiger Standard zur Verfügung gestellt. Und das bitte ich auch zu beachten. Sehr gut, herzlichen Dank. Eigentlich habe ich es auch nicht anders erwartet. Ich habe die Frage gestellt an den Gesundheitsminister und der hat ja eben gesagt, obwohl ein Dialog soll ja nicht sein, aber er hat gesagt, er wird nachher in seiner Rede diese Antwort geben. Das genügt mir und ich warte dann darauf. Herzlichen Dank.